Auch hier mal am Herzachingen bei den Vorstellungen. Die blaue Genossene, eine Sitzkurs, 61 Tore, eine Seite, sein Kampfrekord, 4-5-0. Der Kampfrekord-Team gewann ja in der Nähe. Seine Treue heute Abend erkennen, der Trainer der Boy. Mein Name ist der Sau gegen die Seite, Bündo Marengo. Ihm gegenüber, 24 Jahre, eine 73 Tore, eine 61 Tore, sein Kampfrekord 0-1-0. Der Kampfrekord-Team zu Doju. Jetzt im Ausmann, seine Trainer, Nico Valenta und unsere deutsche UFC-Jährige in der Dennis Sieber. Mein Name der Gerode Kingsseite, Marcel Stimmer. Ein Gerold passt auf 300 Meter. Ein Gerold ist der Ari. Jawohl, da kann man sich nur anschließen. Käfig frei zur ersten Runde. Marcel Stenner hier links bei uns im Bild zu sehen mit den roten Tapes um den Handschuh gegen Dumitru Makarenko. Ja, schnelle Kombination von beiden. Stenner vorhin mit dem schönen Kick zum Körper. Oh, eingedrehtes Spinning Backfist. Schönes Knie nochmal von Stenner, geht direkt zum Körper. Ein zweites hinterher. Makarenko versucht sich hier mit eigenen Knien zu erwehren und hat auch seine Deckung relativ weit oben gehabt. Also weiß wohl, dass Stenner gefährlich ist. Holt sich hier noch ein bisschen Beistand von den Zuschauern. Oh, schöner Highkick. Abgefangen jedoch von Stenner. Der folgt auf dem Boden. Side Control so halbwegs gesichert. Jetzt hat er sie. Der Makarenko hat das Knie hochgezogen. Will verhindern, dass Stenner hier gleich herübersteigen kann. Vielleicht in die Full Mount. Hat das Knie aber relativ weit weg von seinem Gegner, also auf der gegenüberliegenden Seite, macht damit quasi etwas mehr Druck eher auf Stenners Seite, Schrägstrich Schulter, was in dem Fall nicht so viel helfen würde. Stenner hingegen hat die Hand um den Kopf geworfen, kontrolliert damit leicht seinen Gegner. Man muss aufpassen, hier nicht hineingedrückt zu werden in einen Reverse Triangle Choke. Keine Gefahr vorerst. So, jetzt hat Stenner die Position minimal verbessert für sich, macht sich schwer. Auf der linken Seite hat beide Hände kurz übergriffen. Aber wenig Angriffe aktuell, also mehr Kontrolle auf Seiten von Stenner. Der weiß, dass die Zeit gerade läuft. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Hat es da versucht mit ein, zwei Knien zum Körper. Lehnt sich jetzt leicht nach vorne. Ja, erneut wieder diese Reverse Triangle. Ja, Makarenko drückt währenddessen auf der anderen Seite auch mit. Dreht sich einfach raus. Stenner relativ locker. Da waren sie beide fast wieder auf den Beinen. Also der Bodenkampf von Stenner initiiert. Dumitru Makarenko hat versucht dagegen zu halten. Wird hier in der Ecke erstmal versorgt.
mit Wasser und Sauerstoff. Natürlich nur das Wedeln gemeint. Da ist seine Ecke sehr, sehr fleißig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Tipps. Da ist Dennis Siever vor Ort. Mit Zulenko an seiner Seite. Mal schauen, was der alte UFC-Veteran ihm noch mit auf den Weg gibt. Da wird noch das Wasser entfernt, das es in der Runde gab. Damit die Fighter natürlich hier nicht durch den Käfig rutschen, das wünscht sich niemand. Und da geht es auch schon direkt weiter und beim Touch Hands feuert Makarenko direkt los. Also hat da versucht, Stenner vielleicht etwas zu überraschen. Der versucht es wieder mit dieser Spinning Backfist, die in der ersten Runde gut getroffen hat. In der zweiten war Makarenko jedenfalls darauf vorbereitet, bringt selbst eine gute Rechte hier ins Ziel. Und Stenner versucht erneut auf Krampf mit dieser Aktion. Muss sie vielleicht variabler bleiben, nicht die gleichen Aktionen losfeuern. Und da gibt es eine gute Rechte. Zum Teil rutscht Makarenko auch aus. Jetzt ist Stenner, der versucht den Takedown zu holen. Hüftwurfansatz von Makarenko. Kurzweilig geblockt, der fällt, aber beide rutschen relativ viel, wie man sieht. Stenner wartet hier fairerweise, dass sein Gegner auch aufsteht. Hut ab und schöner Kick jetzt nochmal zum Körper. Makarenko antwortet. Ja, versucht Stenner da so ein bisschen in die Ecke zu bringen, am Käfig zu fixieren. Gute Rechte, aber die hat das Ziel nicht getroffen. Makarenko hatte die Deckung oben, die Wucht abgefangen, kassiert aber jetzt eine. Hilft sich allerdings dann wieder mit dem Takedown Stenner. Das hat er in der ersten Runde ja auch erfolgreich getan. Jetzt bin ich gespannt, ob er mehr arbeitet, mehr tut als im vorherigen Durchgang. Da hatte er meistens die Position gehalten, hat versucht, zwei, drei Punches. Oh, jetzt muss er aufpassen, nicht in die Triangle zu laufen. Auf der linken Seite hat er das Bein erstmal fixiert. Jetzt wandert Makarenko auf die andere Seite und hat den Triangle Choke drin. Und jetzt wird es eng für Stenner. Er sitzt nicht vollends, ist etwas gelöst unten, weil Stenner sich lang machen konnte. Er muss jetzt mit aller Macht versuchen, den Arm da rauszuziehen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, weil Makarenko ihn fixiert mit seinen eigenen Armen. Der Referee schaut sich das ganz genau an. Jetzt gibt es noch ein paar Schläge hinterher. Also nicht die beste Position für Stenner. Der müsste nach links weiter herüber wandern. Muss aufpassen. Natürlich auf seinen Arm dabei. Macht er Druck jetzt mit den Beinen. Drückt Makarenko weg. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt dreht er sich wieder in den Triangle hinein. 12 Sekunden noch auf der Uhr. Oh, jetzt macht er sich lang. Makarenko versucht den Triangle jetzt durchzuziehen. Da ist aber eine Lücke, die ihr hinter dem Kopf sehen könnt. Er greift über den Arm, versucht den Arm zu überstrecken und da ist die Runde aber zu Ende. Stenner kann sich vorerst retten in die Rundenpause. Eine gefährliche Position, kurzweilig. Da muss Dennis Siever selber erstmal kurz den Kopf schütteln. Ja, die letzte und alles entscheidende Runde steht uns bevor. Also es ging ordentlich hin und her. Da kann also noch einiges passieren. Man muss sich natürlich auch fragen, wie die Kondition dieser beiden Athleten ist. Können sie nochmal alles rausholen? Oder wird einer von beiden hier
das Handtuch in die Hand nehmen. Und zum Thema Handtuch, da wird abgewunken. Also Marcel Stenner scheint nicht fähig zu sein, weiter zu kämpfen. Und da bricht die Ecke vom Kibuju ab. Währenddessen kann Dmytro Makarenko hier seinen Sieg feiern und seine Flagge in die Luft heben. Ja, nochmal eine schöne Geste am Ende. Ja, und das Thema Kondition ist ja wirklich immer so eine Sache. Wie sehr powert man sich aus? Und heute war es mal wieder der Fall, dass das entscheidend wurde. In diesem Sinne, um Tito Ortiz zu zitieren, Condition is everything. Also von daher, Männer und Frauen da draußen, die ihr fleißig trainiert, sorgt dafür, dass eure Kondition auf dem richtigen Level ist, wenn ihr hier in den Käfig steigt. Ansonsten wird die Begegnung frühzeitig beendet, so wie in diesem Fall für Dmytro Makarenko. So, hier das Ergebnis dieses Kampfes. Sieger mit Aufgabe zur dritten Runde, der Rotenecke. Die blaue Gebietzeit, Dmytro.